Was? Das ist neu. Commander, vielen Dank für Ihre Kooperation in den vergangenen Testszenarien. Mein Evaluierungsprozessor hat Ihre Daten ausgewertet und Sie für unterdurchschnittlich befunden. Gratulation, Sie erfüllen damit die Einstellungskriterien von RFS für leitendes Personal. Bitte lesen Sie kurz die Nutzungsvereinbarungen und den Standardvertrag durch. Sie akzeptieren diese durch das Ansehen automatisch. Noch einmal vielen Dank, Commander. Von nun an sind Sie nicht mehr an die engen und begünstigenden Testparameter des RFS-Labors gebunden, sondern übernehmen die Kontrolle über eine der fernen Startopia-Basen dort draußen, in den Weiten des Weltalls. Was für Wunder es dort doch zu bestaunen gibt. Etwa der Wasserfallplanet Escher 15, bewohnt von den Leviathanen. Oder die Weiten des Wüstenplaneten Akaris. Können Sie die wunderbaren Welten dort draußen erahnen, Commander? Allerdings ist es so, dass RFS Budgeteinsparungen vornehmen muss und die für Reisen zur Verfügung stehende Energie bei 12 steht, was für eine Tasse kalten Kaffee ausreicht oder auf dem Planeten Eberos den Wert eines Fußtritts in den Podex entspricht. Doch keine Sorge, Commander. Die Ingenieure von RFS haben dieses Problem bereits in den Griff bekommen. Anstatt sie auf den Weg in die Weiten des Universums zu schicken, können sie mit Hilfe des Startopia-Basis-Simulators und der Looping-Technologie direkt von hier aus auf die Funktionen einer fernen Basis zugreifen, solange ihr Gehirn mit mir verbunden bleibt und mir damit quasi ausgeliefert ist. Sie müssen nicht einmal von ihrem Sessel aufstehen, der extra für übergewichtige Langzeitarbeiter ausgelegt ist. Außerdem können sie so problemlos an mehreren Basen arbeiten und RFS spart sich überflüssiges Personal. Lehnen Sie sich also einfach zurück, während ich Sie zur nächsten Startopia-Basis schicke. Die Sequenz war letztes Mal auch nicht drin, als wir Command zu der Mission kamen. Diese Startopia-Basis befindet sich in der Umlaufbahn des Planetoiden LV426, einem unbewohnten Erdklumpen am Rande des Universums. Die Station soll auch als Forschungseinrichtung dienen, Commander. Ich kann mir gut vorstellen, dass Ihr übersichtlicher Geist von den komplexen, wissenschaftlichen Zusammenhängen überfordert ist, aber seien Sie versichert, dass Forschung sehr, sehr wichtig ist. Diese Station ist noch völlig unbefleckt, Commander, Sie werden nicht umhin kommen, die vorhandene Startopia-Basis zu verbessern, um die bisherige Fülle an Gebäuden replizieren zu können. Commander, ich möchte Sie zudem darauf hinweisen, dass als Grundlage für das Biodeck einiges an Biomasse von LV426 abgetragen wurde. Darin könnten sich noch kleinere Insektoide verstecken. Ich denke, Sie werden schon klarkommen, Commander. Wie die Gononen sagen, ohne Fleiß kein Parchola, was ein dickes Schneckenwesen bezeichnet, dessen Schleim abgemolken werden kann. Angeblich eine Delikatesse, zumindest für säureresistente Mägen. Und das war die Mission eigentlich, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Also nicht aufgehört, wir haben die auch noch gespielt. Ihre Begrüßungsprotokoll. Willkommen, Commander. Wie schon gesagt, ist es unser Anliegen, dieses Startopia zu einer Forschungsbasis, Codename Ripley, zu entwickeln. Das Danke, Ziel Bellator. Ist es, Forschungen zu absolvieren und zu vertiefen. Vermutlich könnte mein vierter Subprozessor alle diese Forschungen selbst in ein paar Sekunden durchführen, aber er hat leider gerade Videospiele für sich entdeckt. Also sind sie zwangsläufig auf Forscher angewiesen. Achten Sie auch auf eventuelle Gefahren wie beispielsweise Piraten. Für den Fall der Fälle können Sie auch über die Sicherheitszentrale einen kampfstarken Mech anfordern. Ja, der kampfstarke Mech kommt noch. Beginnen Sie mit der Ausführung. Erstmal die Telge und die Dryaden. Ah, wir haben noch keine Dryaden. Wir machen erstmal das Nötigste. So, du bist Nahrung, dann haben wir ein Stück Fasern. Noch mehr Nahrung, Medizin.
Da muss hier an der Seite muss Sauerstoff rein. Die stelle ich jetzt ein. Naja, wenigstens ein. Midrian dürft auch direkt für mich arbeiten. Ich frage mich, wo in Deutschland die Dryaden-Sprachgrenze ist. Wer weiß sowas schon? Atmosphärische Filter, Müll und hier in der Mitte kommen ja einige vorbei, da mache ich da diese Kabel-Bodenbelag-Maintenance, schieß mich tot Geschichte rein. Bevor die den Fahrstuhl steigen, können die sich auch die Werbegeschichten anziehen, also reinziehen. Ja, ihr habt nichts zu tun, aber wir haben keinen Müll. Noch nicht. Gibt ja noch keine Mülleimer. Ich glaube, es gibt nur eine, ja. Also eine Disco-Plattform, deshalb brauche ich auch nur zwei von diesen Cell-Beriamern. Schieß mich tot. Je nachdem, wie man Wörter im Mittelalter geschrieben hat, kann man den Herkunftsort der Schrift eingrenzen. Du meinst, das ist immer noch mit den Dryaden. Ein Mineral, ein... Ach ja, wir brauchen auch ein paar Ärzte. Die Auswahl ist gering. Bei Dryaden habe ich jetzt inzwischen auch gelernt, dass pro vier Dryaden eine von diesen Wachstumshäusern kommt. Auf dem Deck oben, auf dem Biodeck. Da sind übrigens unsere Forscher, Eureka und Leviathane sind ja für die Sicherheit zuständig. Eureka. Wer war, also ist ja logisch, wo es herkommt. Und ihr braucht eine Ladestation noch. An sich ist das schon ganz cool, dass du alles immer einpacken kannst und wieder auspacken. Wie halt früher mit den Crates. Drei Töpfe stehen bereit.
hoffe, dass man die Behausung auf dem Biodeck auch entfernen kann. Ah, die Fäulnisbäume, die machen ganz viel Sauerstoff. Mit den Mineralien und Fasern kann ich schon mal 2 Fuzzies produzieren. Die Schmugglerware recycle ich weg. In der Fabrik. Das brauche ich, weil ich muss in die gehobene Touristenklasse kommen und dann kann ich mir das Forschungslabor freischalten. Ich bin ganz fokussiert auf mein Ziel. Lass mich mal kurz durchs Fenster lunkern. Verdammt. Mehr Mineralien pflanzen. Und in den anderen Gebieten ist dafür nichts. Du meinst, dass man diese... Also das sind ja die Wohnhäuser eigentlich von denen. Diese Biostationen. Und die werden automatisch erstellt. Aber ich glaube, es kann pro Biodeck nur 2 existieren. Also pro freigeschalteten Abschnitt. Du hast schon mal 3 Behausungen in einem Sektor, du meinst in der Beta, ne? Aber an sich müsste ich auch schon eine 3. Behausung haben, weil ich schon 6 Triaden habe. Wo sind die produzierten Fuzzies? Raus mit euch aus euren Kisten. Zzz, zzz.
Laut aktueller Umfragen finden die Besucher Startopia insgesamt ganz akzeptabel. Ja, weil ich nicht alles habe, was ihr wollt. Aber es ist ja eine Frage der Zeit. Faszinierend, Commander, Sie haben das Forschungsziel fast innerhalb der gerade noch akzeptablen Zeit geschafft. Oh, Moment, Sie haben das Ziel noch gar nicht erreicht, sondern erst einen Zwischenschritt. Nun, immerhin sind Sie auf dem richtigen Weg. Was auch etwas störend ist, wenn man wenn die Häuser da sind, verhindern die mitunter das Terraforming vom Deck, zum Beispiel, wenn man einen See anlegen will. Da ist übrigens meine Frage, eigentlich ist der See überhaupt funktional? Also der See selbst, hat der irgendwie eine gute Funktionalität? Also hat er irgendwelche Vorteile, die der bringt? Wahrscheinlich fürs Wachstum. Man gibt ja eigentlich so, ich glaube, die Wasserhöhe an. Der See bringt allen Aliens Happiness. Ach, wer braucht schon... Wer muss schon glücklich sein? So ein Unsinn. Und ansonsten sind die unterschiedlichen Biome, je nachdem, ob das der Heimatplanet von den Aliens ist, natürlich ein positiver Effekt für die Aliens. Dass sie sagen, oh cool, hier sieht's aus wie zu Hause. Das ist dasselbe, was ich gemeint habe mit den Pflanzen, die hier rumstehen. Danke, Limbo Chromis, fürs Folgen. Betreibe Arcade, Black Hole Drop und Lootbox Lotterie. Aber kann nur wieder betonen, dass Terraform hier ist so gut geworden, wenn ich daran denke, wie es im Original war, mit Hitze und Feuchtigkeit die richtige Mischung für die Biome hinzubekommen, war eine kleine Hölle. Ja. Ich sage jetzt einfach mal ja. Da ging es das Terraforming hier ja einfach. Nein, keine Spende. Soll er doch den Raum deaktivieren für die Untersuchung. Ja.
Warum habe ich so viele Nachrichten? Eine Reisegruppe von Telgors. Hat es damals schon 9 verschiedene Biome, aber halt nur Hitze und Feuchtigkeit zum Einstellen, damit du die hinbekommst. Dann genau den Punkt zu treffen, wo du das und das Biom bekommst, ist schwierig gewesen, besonders in einem größeren Bereich. Erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Obwohl ich einmal, also ich habe bei GOG Startopia das erste damals gekauft und habe es auch nochmal gespielt, aber es ist halt schon wieder Jahre her. Und als ich ganz klein war, habe ich wahrscheinlich immer einfach weitere Biomdecks freigeschaltet, um zu gucken. Also beziehungsweise, und habe das genommen, was da war. War es überhaupt möglich? Ist auch egal. Wir haben auch nochmal im Stream das alte gespielt. Hatte ich da nicht so weit gespielt, dass wir das schon als Biomdeck hatten? Ich kann mich erinnern, ich habe nämlich davon ein Video hochgeladen dann. Auf YouTube. Da sind schon die Forscher. Und ja, Biodeck gibt's noch nichts. Lootbox-Lotterie kostet mich 150. Ist ja gleich auch schon erreicht. Damit sie ihre schönen Hüte bekommen. Ah, ich kann auch hierüber einsammeln. Ist alles betrieben, da muss ich nur noch warten, bis ich 300 habe im Prestige von der RFS und dann können wir das nächste freischalten. Schon gesehen, der Fuzzy Volt kommt den aufsammeln. Wobei, kacke, ich sollte auch eine Sicherheitsstation bauen. Das drückt, glaube ich, auch auf die Umfragewerte. Wartezeiten sind schrecklich. Kriminalität ist schrecklich. Und ihr meint wahrscheinlich die Wartezeiten, okay, beim Reinigungs- bzw. beim Schlafen und Reinigen.
Brauchen wir noch eine. Von den Schlafkojen. Ich habe kostbare Energie verschwendet. Commander, laut Berichten wurden mittlerweile mehr als 20 Besucher an Bord bestohlen. Mir scheint, sie haben aus den vorangegangenen Lektionen nicht allzu viel gelernt. Boah ja, machen wir halt zuerst die Sicherheitsstation. Ich brauche die auch noch. Später in der Mission. Commander, ich bin entzückt darüber, dass Sie bereits eine Sicherheitszentrale errichtet haben. Wie der volvonische Kriegsherr Galfadok vor der Eroberung und Unterdrückung der Galaxie sagte, wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Commander, vielleicht ist es an der Zeit, in der Sicherheitszentrale einen Mech konstruieren zu lassen. Man weiß ja nie, was die Zukunft bringen mag. Ja, doch, ein bisschen schon. Hatte ich hier am Anfang mehr Recycling-Teile? Drohnen an die Macht. Hochenergielaser, Drohnenschaden erhöht, Drohnenreichweite erhöht. Scan-Erfolgrate erhöhen und Drohnen-Scan-Dauer erhöhen. Ich mach die zu stärkeren Kämpfern. Eine überraschende Wahl, Commander. Ich werde es so vermerken. Die Sachen freizuschalten bringt ja auch Energie. Alter, der Mülleimer kotzt. Perfekt. Merkst du das erst jetzt? Ja, ich hab's vorher noch nicht gesehen, dass, also ich weiß ja, dass die Mülleimer weglaufen, aber ich hab noch nicht gesehen gehabt, dass der Mülleimer halt in den, in die Recyclingfabrik reinkotzt. Adrenalin-Touristen, ein Schiff mit Kranken. Befördern.
Den brauche ich auch, den Mech-Transporter, bevor ich den Mech baue. Jedenfalls muss ich mir vielleicht noch ein besseres Layout überlegen wie den Kampfmechs, sonst habe ich wirklich nicht viel Platz gelassen. Ja, die sollen ruhig ihren Giftmüll bei mir abpumpen. Ja, das mit den Kampfmechs ist so eine Sache. Also die müssen ja irgendwo langlaufen können. Das ist ja auch eine Sache, das wird ja am Anfang nicht besonders erklärt oder beigebracht. So, noch ein paar Fuzzies. Sternbeben festgestellt, auch nicht so schlimm. Oh, galaktische Schmuggelware entdeckt. So, Lootbox-Notterie hatte ich gebaut. Ich brauche hier noch so ein Wäschding. Und das Schlafkapseln-Hotel. Sonst ist ja alles andere gebaut worden. Das Prestige nimmt ja auch schneller zu, umso mehr ich baue. Weil die Station einfach besser läuft. Bin wieder gesund. Hashtag Startopia, der Arzt ist der Beste. Startopia ist echt nett ausgestattet. Was sagt mir der Anker? Achso, eine Handelsanfrage. Datopia, der Doktor ist der Beste. Das ist extra für mich drin. Ach ja, Commander, Henning, danke für dein Stufe 2 Abo. Wertung ist hervorragend. Und danke für dein Kompliment. Kommt der Snackomat noch dazwischen, damit ich mal meine Nahrungsdinge auch hier verkaufen kann. Der hat auch einen Hut auf. Hat er sogar zwei Hüte auf? Ah, ich bin irritiert. Ich habe noch eine Taste für Ranzoomen in der Verfolgekamera. Sieht aus, wenn er einen Schleimhut auf hat und einen Hut.
Warteschlange sind echt zum Bein in den Bauch stehen. Aber er hat gar keinen Bauch. Das steht bei ihm drin. Nein, er hat eine Krankheit und einen Hut. Diese Pauschaltouristen brauchen noch einen weiteren Waschtypen. Weil sie sich beschweren, zu zweit anzustehen. Da war noch was. Nee, er baut schon durch. Herzlichen Glückwunsch, Commander. Sie haben die für diese Basis maximal verfügbare Kategorie freigeschaltet. Es kommen noch drei weitere Kategorien. Wenn ich anhand Ihrer bisherigen Erfolge eine Leistungskurve approximiere, dann können wir vermutlich damit rechnen, dass Sie das Forschungszentrum in endlicher Zeit zur Verfügung haben werden. Es gibt ja hier oben auch eine Kampfleiste und eine Sabotage, habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Für die Forschung. Um die Mechs zu verbessern. Aber es kostet richtig viel Prestige. 750, 500, okay, 250 Rüstungsverbesserungen. Antimateriell Kosten, materielle Feinde, Sektorschotten, Öffnungskosten, ach so. Mehr Feinde in jedem neuen Sektor, das machen wir. Sie dürften wohl nach einer richtigen Herausforderung, Commander. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Jetzt brauche ich nochmal 500 Prestige. Ich hoffe, dass man bei Kisten auch einen automatischen Recyclingsbefehl geben kann. Aber irgendwas muss man ja auch zu tun haben. Und zwischendurch hast du ja nur noch mit den Kisten zu tun. Den kann man jetzt nur noch am Rand bauen. War es nicht so, dass ich letztes Mal im Stream den auch irgendwo in die Mitte bauen konnte? Also den Mech-Transporter. Die Forschung aus dem Original hat dir besser gefallen als hier. Was soll ich dazu sagen? Gut möglich. Weiß ich leider nicht hundertprozentig. Das sind Verbesserungen für die Sicherheitsdrohnen. Weil verwechselst du das mit einer Ladestation? Ich bin mir nicht mal 100% sicher, ob ich das nicht irgendwo in die Mitte stellen konnte. Um den Mech auf andere Ebenen zu kriegen.
Ach, jetzt sind auch die Texte für die Resistenzen richtig in der deutschen Version. Bei Resistenzen stand ja vorher einfach nur leeres Feld. Machen wir den mal. Analysiere den kleinen Freund. Es wird mir ein bisschen viel Energie reingepumpt. An Bord von Startopia wird gekämpft. Juhu! Was seid ihr denn für Viecher? Weltraumpiraten. Es sind Haie. Schade, dass nicht Haitag ist. Ich weiß zwar nicht, wohin die versuchen zu fliehen, aber da hinten ist nichts. Ja, die Drohnen kämpfen automatisch, aber ich kann die über den über das Butt-Interface. Oder sind Piranhas? Hai-Piranhas mit Lasern auf dem Kopf? Über das Butt-Interface steuern. Also Arsch-Interface. Es ist eine Abkürzung für irgendwas. Ihre Einheiten kämpfen gerade, Commander. Vor allem, wovon leben die Weltraumpiraten hinter den Schott? Auf jeden Fall beschädigen die meine Sachen. Dauert ein bisschen, Drohnen müssen Fahrstuhl nehmen. Commander, ich bewundere den Mech, den Sie haben bauen lassen. Ist er nicht wunderbar? Diese stählerne Chassis, verstärkt durch Titaniumplatten und eine geradezu unanständig überdimensionierte Bewaffnung für einen von Touristen hochfrequentierten Ort wie Startopia. Garniert mit einer Key, die nur aufs Töten ausgerichtet ist. Ach, das lässt meinen Prozessor schneller arbeiten. Aber jeder will Haie mit Lasern auf den Köppen. Achso, ich darf das Shot in die andere Richtung nicht öffnen, weil es mit der späteren Mission zu tun hat. Na egal, wir haben die Forschungsstation freigeschaltet. Sie haben keine Kapazitäten mehr für weitere Energie, Commander.
und Mechs Reichweite erhöht, aber der Schaden reduziert. Schaden erhöht, aber Lebenspunkte reduziert. Commander, ich freue mich, dass Sie es mittlerweile endlich fertiggebracht haben, ein Labor errichten zu lassen. Damit können Sie sich nun auch der Vertiefung bereits vorhandener Forschungen widmen, dem eigentlichen Ziel, das Sie bereits vor gefühlt einer Stunde hätten beenden sollen. Aber wie pflegen die Volvonischen Braumeister zu sagen, was lange gärt, wird endlich gut. Ah, Forscher rekrutieren nochmal. So, Inspektor kommt. Ja, Recycling-Trupp darf recyceln. Im Forschungslabor können natürlich weitere Forschungen betrieben werden. Dafür müssen wir Crates herstellen. Ach, verdammte Hacke. Da war ja was. Seine Spezialsache, Antikommandogeschoss. Übrigens kann man die Steuerung nicht gerade als RTS-mäßig bezeichnen. Das ist wirklich ein bisschen klobig für den Kampf. Deshalb ist ganz gut, dass viele, also dass die Drohnen auch automatisch kämpfen. Ah, Hilfe! Kann ich das nicht abbrechen? Ich habe mich nur verklickt. Ach, dann ist das halt so. Crates außerhalb eines Frachtraums verderben uns 10% langsamer. Also, wer die Forschung jetzt gerade nicht verstanden hat, ist es so, du musst forschen, die Crates im Lager haben und dann kannst du auf Basis dieses Crates, also von diesem Gebäude, kannst du die nächste Forschungsstufe machen. Und unterschiedliche Forschungsstufen bringen halt gewisse Boni für die Objekte. Und ich entscheide mich gerade für relativ einfache Forschung. Ein Schiff mit erkrankten Aliens würde nur zu gerne seine Viren auf ihrer Station verteilen. Ich meine, an Bord kommen. Das ist okay. An unserer Heilstation ist nicht so viel los. Hallo Credo. Commander, ich gratuliere Ihnen, Sie haben alle benötigten Forschungen bereits vertieft.
Oh, Moment, Sie haben gerade mal die erste Forschung vertieft. Entschuldigen Sie, ich habe nicht auf die konkrete Zahl geachtet, sondern bin nach der Standard-Evaluierungskurve davon ausgegangen, dass Sie nun auch endlich zum Ziel gelangt sind. Entschuldigen Sie mein Versehen. Schon die Müllbotter. Vor allem ist das eine einfache Forschung und Müllbotter zu pushen, kostet nicht viel. Commander, meine Sensoren erfassen merkwürdige Kokos auf dem Biodeck. Ich persönlich würde. Todeslaser nicht verfügbar. Ach ja, nun Commander, Sie sind ja ein kreativer Kopf, ich bin sicher, Sie finden eine Lösung. Müllmampfer. Ihre Einheiten. Gratuliere, Commander, Sie haben bereits die Hälfte der Forschungen absolviert. Eine Leistung, die vermutlich die Hälfte der Besucher an Bord in der Hälfte der Zeit geschafft hätte, aber Sie haben es eben auch bis hierher geschafft. Also ein Kokon-Eier. Wie wär's, wenn das mehr als eine Drohne macht? Können auch den Kampfroboter hochholen. Dafür brauchst du nämlich diesen Teleporter. Und der Fehler ist weg, dass die Laserstrahlen in der Luft festhängen. Also es sind viele Bugs behoben worden, die wir zuerst in der Preview-Version hatten. Commander, meine äußerst empfindlichen Sensoren haben bemerkt, dass etwas aus diesen Kokos auf dem Biodeck geschlüpft ist. Scans zufolge sind diese Wesen Karnivore und sehen ihre Alien-Besucher als Delikatesse an. Das dürfte interessant werden. Sie haben keine Kapazitäten mehr für weitere Energie, Commander. Das ist schon okay. Ich bin einfach reich. Eine interessante Wahl, Commander. Die Energie scheint Ihnen heute mal wieder besonders locker zu sitzen. Muss mal sehen, wie ich in der oben ohne 6 Tittenbar bin. Verdammt, welchen Roboter habe ich nochmal freigeschaltet? Star Hydra Disruptor. Hydra! Hydra wird siegen. Wann kommt die nächste Session? Ringworld, danke für die gute Unterhaltung. Rimworld, danke für die gute Unterhaltung. Sie kommt. Wenn sie kommt. Sorry, ich habe jetzt keinen festen Termin dafür. Aber sie kommt heute, morgen oder sonst wann. Das wäre so der Plan. Heil Hydra. Ich glaube, du darfst Heil schreiben, weil Heil ja ein Ausruf ist der Bewunderung. Commander, nicht heil, die meisten Satan. Besucher sind mit ihrem Aufenthalt sehr zufrieden. Was stimmt mit dir nicht? Du bist nicht durch bei Rimworld. Ich bin bei Rimworld schon mehrfach durch. Ich habe Rimworld schon mehrfach abgeschlossen. Hast du was gegen Satan? Sie haben keine Kapazität. Er ist genauso eine nicht existente Lebensform wie andere Lebensformen, die Leuten dabei helfen, ihren Drogenkonsum einzuschränken. Und eine übergeordnete, sagt man ethnische? Nee, ethnisch ist falsch. Das hieß irgendwie anders. Esoterisch, ne? Und eine übergeordnete esoterische Gottheit kannst du nicht mit deinem Drogenproblem aufhören.
Superwachstumdünger wird umgehend auf dem Biodeck verteilt. Alles wird dort nun sprießen und gedeihen, Commander. Ich wünschte, das könnte man über Ihre Fertigkeiten auch sagen. Meine Fertigkeiten wachsen im angemessenen Tempo. So. Sechstes Level Müllbotter. Dadurch teleportieren die sich sofort zur Recyclinganlage, wenn die voll sind. Und das finde ich halt schon ein cooles Upgrade. Der Imperator ist mein Gott. Das ist sehr nett von dir, aber ein bisschen viel Verantwortung. Aber ich werde ein besserer Gott als Bender sein. Ich lasse die Leute auf meinem Arsch einfach in Ruhe, die da leben. Kokos gesichtet worden. Sie haben keine Kapazitäten mehr für weitere Energie, Commander. Wo sollen denn die Kokos sein? Boah, der Bot hat die sofort zerschossen, als die entstanden sind. Wings, lässt du dich mal blicken. Ja, Gott selbst hat dafür keine Zeit. So, bauen wir mal eine Akkufarm, dann können wir nämlich mehr Energie einlagern. Commander, aus den Kokos sind weitere feindliche Kreaturen geschlüpft. Ich hatte noch irgendwas im Lager liegen, ich hab's doch gesehen. Ach, das Lager ist voll. Ah, es war der Mech-Transporter. Energiezellen scheinen wirklich effizient zu sein. Nein, die Schaltkreise wollen... Weg sind sie. Obwohl, das kann ich noch abbrechen, weil ich glaube, Fuzzies auf höhere Level zu bringen, ist nur was anderes. Drianen sind echt gut am Arbeiten hier oben. Habe ich eigentlich letztes Mal was übersehen mit den Kampfforschungen oder war es einfach noch nicht drin? Ja, macht eure Abgase auf mein Fun-Deck. Hör ich hier jemand kämpfen? Oder ist es einfach so, dass die Arkadehalle? Da ballert einer in dieser Simulation rum. Ach, wisst ihr noch, als Diskotheken existiert haben? Vor allem eine Diskothek ohne Bar. Was für eine Verschwendung, als wenn man mit Tanzen Geld verdienen könnte. Obwohl doch, ja, kann man. Laut einer der komischen Welten, die hier existieren. Übrigens die beste, eine der besten Folgen bei Futurama, wo Bender Gott ist und dann Gott trifft und Bender ihn bittet, ihn auf die Erde zu bringen und Gott sagt, in welche Richtung liegt er?
So, dann verbessern wir noch die Fuzzies. Beziehungsweise wir verbessern die Fuzzies nicht, sondern wir machen MK2-Fuzzy-Freischaltung. Ich würde gerne daran glauben, dass die Menschheit dafür verantwortlich ist, das Universum zu besseren Bedingungen zu gestalten für Leben. Dass wir eher Behüter des Lebens sind als Zerstörer des Lebens. Und da sind wir noch nicht angekommen. Von unserer physiologischen und gedanklichen Commander, Ausrichtung. Meine Sensoren haben weitere Kokos auf dem Biodeck erfasst. Ah, da. An Bord von Startopia wird gekämpft. Herzlichen Glückwunsch, Commander, Sie haben das Forschungsziel in endlicher Zeit absolviert. Damit können wir... Oh Moment, meine Sensoren spüren gerade eine Erschütterung auf dem Biodeck. Commander, es scheint geringfügige Probleme auf dem Biodeck zu geben. Erinnern Sie sich daran, dass wir die Biomasse von diesem unbewohnten Planeten genommen haben? Planeten? Die Biomasse, aus der bereits diese ganzen anderen Kreaturen geschlüpft sind? Nun, offenbar waren das nur die kleinen Babys von diesem Ding, das sich gerade aus dem Untergrund geschält hat. Und es scheint nicht besonders von ihren Taten angetan zu sein. Ich empfehle maximale Gewalteinwirkung. Diese dämliche Muttermade. Letztes Mal war es ganz schönes Geballer gegen die. Aber letztes Mal wusste ich auch nicht, dass es Upgrades gibt. Ihre Einheiten befinden sich im Kampf. Gewalt ist immer eine Lösung. Gratuliere, Commander, Ihre elektronischen Einheiten haben bereits 10 Gegner in nicht mehr reagierende Biomasse verwandelt. Zumindest denke ich, dass es Gegner waren. Es fällt mir schwer, bei organischen Zellhaufen irritierende Dinge wie Freund und Feind oder lebendig und tot auseinanderzuhalten. Aber der ist gar nicht mal so schlecht, der Roboter, weil der kann auf Distanz die Viecher kaputt machen. Und der macht AOE-Schaden gegen so kleineren Scheiß. So, ich hatte aber noch einen... Schadenstyp Feuer. Explosion. Nein, nicht zu nah ran. Geh weg. Gerade ist ein Besucher auf Startopia gestorben. Töte mal eben die Babys von dem. Lass ihn doch einfach ins All. Ihre Einheiten befinden sich im Kampf. Ja, wäre bestimmt eine tolle Nummer. Ah, der hängt ja im Biodeck fest. Und vielleicht ist er ein bisschen zu fett fürs Rausblasen. Commander, einer ihrer Angestellten ist gestorben.
Du kannst pro Sicherheitsstation einen weiteren Mech haben, aber ich muss den anderen Mech auch erstmal produzieren. Ich glaube, das könnte auch so schon reichen. Stirb, Supermade! Glückwunsch, Commander. Ihre Truppen haben das riesige Monster besiegt. Ach ja, ich vermute, man sollte auch ihre paar lächerlichen Knöpfchendrückereien erwähnen, die vielleicht auch einen äußerst geringen Teil zum Erfolg beigetragen haben. Damit können wir diese Forschungsbasis nun hinter uns lassen. Hier wird es vorerst keine weiteren Probleme geben. Und wenn, dann sind sie nicht für mich von Belang, höchstens für die Kohlenstoffzellhaufen, die hier leben. Wer interessiert sich dafür, KI? Bob Kelso.